stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der für diesen zweiten Advent vorgeschlagene Predigttext ist ein Abschnitt aus dem Buch der Johannes-Offenbarung, und zwar aus dem Anfang dieses Buches, in dem sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden von Johannes dem Seher geschickt werden. Und wir haben als Predigttext das Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia, eine Gemeinde in dem damaligen Kleinasien. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 7 bis 13, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom
das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Liebe Gemeinde, in diesem Bibeltext kommen so manche Worte vor, die adventlich klingen. Engel, Türen, die aufgemacht werden, Tore, die nicht zugeschlossen werden können. Aber so insgesamt steht doch dieser Text etwas quer zu der Stimmung, die wir mit Advent verbinden. Und dann kommt da noch mittendrin ein Ausdruck vor, der uns nun wirklich befremdlich erscheint. Synagoge des Satans. Eine Formulierung, die auch mit dazu beigetragen hat, dass über Jahrhunderte in den Kirchen ein Antijudaismus gepflegt wurde, der auch eine Wurzel des aggressiven, hasserfüllten Antisemitismus wurde, der schließlich zur Vernichtung des europäischen Judentums führte, und das im Namen Deutschlands. Ich will versuchen zu erklären, wie es zu dieser Formulierung Synagoge des Satans kam, ohne das etwa rechtfertigen oder gar beschönigen zu wollen. Der Brief wurde geschrieben am Ende des ersten Jahrhunderts, zur Zeit des römischen Kaisers Domitian. Domitian versuchte, das gewaltige römische Reich mit den vielen Völkern und Regionen zu einer Einheit zu verbinden. Er ahnte, dass dieses Reich im Bröckeln ist, und seine Idee war, dass er sich selbst als Kaiser und Gott verehren lässt und das allen römischen Bürgern auferlegt, dies zu tun. Er meinte also mit dem Kaiserkult die Einheit des römischen Reiches bewahren zu können. Und nur die Juden hatten das Privileg, diesen Kaiserkult nicht folgen zu müssen, also ihrer Religion treu bleiben zu können. Die Christen nun, die von der Umwelt als kleine jüdische Sekte verstanden wurden, wollten dieses Privileg auch für sich in Anspruch nehmen. Doch die Führung der Synagoge hat dies nicht zugelassen. Und so wurden die Christen der staatlichen Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Das hatte natürlich zur Folge, dass sie Angst hatten, dass sie verzweifelt waren, dass sie enttäuscht waren von dem, was ihre jüdischen Brüder und Schwestern mit ihnen angestellt haben. Und sie wissen, dass Angst und Enttäuschung und Verzweiflung auch schnell in Wut und Hass umschlagen kann. Und so haben sie die Synagoge, die an sich immer der Ort war, an dem jede christliche Missionspredigt begann, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in der eine Synagoge war, da gingen die christlichen Missionare zuerst in die Synagoge und predigten das Evangelium. Und nun geschah das Entsetzliche, dass sie diese Synagoge in ihrer Wut, in ihrem Hass, Synagoge des Satans nannten. Und als 200 Jahre später
der christliche Glaube zur Staatsreligion wurde, da haben die christlichen Kirchen ihre jüdischen Brüder und Schwestern angefangen zu bedrücken und auch tödlich zu verfolgen. Bekanntlich soll man ja, es ist uns aufgetragen, kein Wort in der Bibel einfach ausradieren, wegstreichen. Ich würde gerne die Worte Synagoge des Satans streichen. Nun aber genug, mir war es wichtig, einfach diesen Begriff einmal zu erklären, versuchen, ihn deutlich zu machen, wie kommt es dazu, das zu sagen. Aber nun genug davon. Und wir wollen uns jetzt diesem Bibeltext voller religiöser Bilder und Symbole nähern und wollen uns fragen, was er denn eigentlich der Gemeinde in Philadelphia sagen wollte. Zunächst etwas ganz Wichtiges: Das Sendschreiben wird nicht an die kleine Gemeinde in Philadelphia gerichtet, sondern an den Engel der Gemeinde. Gemeinde ist danach also nicht nur das Miteinander von Gemeindegliedern, Gemeindeleitung, Diakonen, Predigerinnen und Predigern, sondern vor allem auch Gemeinschaft mit den himmlischen Mächten, die durch den Engel repräsentiert werden, der Engel, der Gemeinde zugeteilt wird. Das heißt, die Gemeinde geht nicht alleine ihren Weg durch diese verwirrende und bedrückende Welt. Sie wird begleitet durch den Engel, der ihr beisteht. Und diesem Engel nun wird gesagt, was es mit der Gemeinde in Philadelphia auf sich hat. Zunächst wird ihre Winzigkeit hervorgehoben. Das, was wir häufig vergessen. Die Christen waren am Ende des ersten Jahrhunderts, so habe ich es gelesen, in dem großen römischen Reich eine Minderheit von etwa 50.000, nicht einmal 1% der Gesamtbevölkerung des römischen Reiches. Also wirklich eine winzige kleine Menschengruppe. Und dieser kleinen Schar von Menschen wird nun gezwungen, ihr Bekenntnis zu Jesus Christus aufzugeben und den Kaiser als Gott und Herr zu verehren und ihm zu huldigen. Und der Gemeinde wird nun bescheinigt, du bist treu geblieben. Du hast dich nicht beirren lassen in diesem Durcheinander, in dieser von Gewalt und Ungerechtigkeit geprägten Welt. Und weiter wird ihr gesagt, Jesus Christus hat den Schlüssel, mit dem die Tore der Zukunft Gottes aufgeschlossen sind. Und niemand kann diese Tore zuschließen. Aus der Zukunft fällt ein Licht, das Licht des himmlischen Jerusalems in diese dunkle Zeit. Bleib standhaft im Vertrauen auf diese Zukunft Gottes, gib die Hoffnung nicht auf. Der Kaiser plustert sich zwar auf und tut, als wäre er Gott und Herr. Er ist nur ein kümmerlicher Mensch. Ihm
ist es nicht gegeben, dass die Tore zur Zukunft Gottes zugeschlossen werden. Du hast eine kleine Kraft, das sehe ich, aber du lässt dich nicht beirren. Du hältst fest an Jesus Christus und an seiner Zukunft, die er mit seinem Schlüssel eröffnet hat. In dem Bild vom himmlischen Jerusalem wird diese Zukunft dann näher beschrieben. Die Stadt Gottes, in der kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein wird. Der Tod hat ausgespielt und Gott wird abwischen alle Tränen. Und von dieser Zukunft ist die Gemeinde in Philadelphia erfüllt. Das macht ihre Hoffnung aus und sie glaubt fest, dass diese Zukunft Gottes bald einbrechen wird. Wie alle Christen zu dieser Zeit glaubt auch die Gemeinde in Philadelphia nur noch eine kurze Zeit, dann wird der auferstandene Jesus Christus sein Reich und seine Stadt in dieser Welt aufrichten. Die Mörder und Gewalttäter, die Schinder dieser Welt haben dann ausgespielt und sie müssen sich ergeben. Ihre Macht ist zu Ende. Und die Gemeinde in Philadelphia betete: O Herr, komm, komm bald, wir warten auf dich. Was nun sagt uns denn dieser Bibeltext mit seiner religiösen Bilderwelt? Die Christenheit wartet ja nun schon fast 2000 Jahre und noch immer haben die Gewalttäter, die Räuber und Menschenschinder das Sagen. Noch immer weinen Mütter, weil ihre Söhne im Krieg erschlagen wurden. Noch immer hauchen unschuldige kleine Kinder ihr Leben aus, weil sie kein Wasser, weil sie kein Brot bekamen. Ich will versuchen zu sagen, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen, welche Gedanken in mir durch diesen Bibeltext wachgerufen werden. Zunächst finde ich diesen einen Gedanken sehr, sehr tröstlich, dass die St. Ansgarii-Gemeinde und auch die kleine bremische evangelische Kirche nicht allein ein Miteinander von mehr oder minder klugen und mehr oder minder glaubensstarken Menschen ist, sondern in all unserem Wirken und Werken, Tun, Arbeiten, Singen und Beten, Hören und Reden spielt der uns zugewiesene Engel mit. Wir bleiben verbunden mit den himmlischen Mächten. Sie begleiten uns auf unserem Weg in all unserer Unsicherheit und Ängstlichkeit. Noch sind wir in Deutschland und Bremen nicht so eine verschwindend kleine Minderheit wie die Gemeinde in Philadelphia. Aber selbst wenn man Katholiken und Evangelische zusammenzählt, sind wir in Deutschland nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung. Und es ist abzusehen, wann wir in Deutschland eine Minderheit sein werden. Wir werden zwar nicht verfolgt wie die Christen im Römischen Reich damals,
aber wir werden vielleicht doch als rückständig und hinterwäldlerisch belächelt. Was bedeutet die Treue, wie sie in unserem Bibeltext benannt wird und wie sie benannt wird als Auszeichnung der Gemeinde in Philadelphia? Was bedeutet Treue? Wir sind voller Zweifel, Fragen und sicherlich auch Ratlosigkeit. Ich glaube an Gott und ich lege ihm meine Zweifel, Fragen und Ratlosigkeit vor. Ich lege sie ihm sozusagen in die Hände. Und ich glaube an Jesus Christus, der nicht nur mit uns geht, sondern der uns vorangeht. Und er hat mit seinem Schlüssel das Tor zur Zukunft Gottes aufgeschlossen. Auch wenn wir oft den Eindruck haben, es geht nicht mehr weiter. Es ist ja tatsächlich so, dass eine gewaltige Welle von Hass, Gewalt und Dummheit diese Welt in Abgrund zu reißen scheint. Ich glaube aber doch, dass die Tür in die Zukunft Gottes offen bleibt. Das Licht, das mit der Geburt Jesu Christi in der Welt entzündet wurde, ist die Quelle meiner Hoffnung. Ich glaube die heilige christliche Kirche. Ja, ich ärgere mich auch an meiner Kirche. Sie ist mir zu langsam, zu träge, zu wenig entschlossen, zu wankelmütig. So eine wichtige und kluge und wache Person wie die ehemalige Ratsvorsitzende Annette Kurschus tritt von allen ihren Ämtern zurück und niemand scheint sie daran gehindert zu haben. Dabei haben wir doch nicht unendlich viele in unseren Reihen, die öffentlich eine so überzeugende Figur abgeben, wie sie es getan hat. Ich ärgere mich über meine Kirche, aber sie hält immer noch Räume und Zeiten vor, in denen meine Hoffnung wachsen kann. Treue zeigt sich auch darin, dass wir die Institution Kirche nicht vor die Hunde gehen lassen, sondern so gut wir können, mit unserer kleinen Kraft stärken und erhalten. In der Kirche nämlich hören und singen wir Nachrichten, wie wir sie in Zeitungen und Fernsehen und Tagesschau nicht zu Ohren bekommen können. Die in Jahrhunderten gewachsene Kirchenmusik mit ihren alten Texten berührt uns, auch wenn wir nicht alles begreifen und verstehen. Inmitten des Geschreis, der Schmerzen und des Stöhnens dieser Welt hören wir davon, dass Gott für uns seine Stadt, das himmlische Jerusalem, bereithält. Auf diese Stadt hin, auf seine Liebe, seinen Frieden und seine Barmherzigkeit hin leben wir. Das macht unsere Hoffnung aus. Wie könnten wir ohne Hoffnung denken und leben und arbeiten?
Wie könnten wir mit unserer kleinen Kraft für Frieden und Gerechtigkeit beten und arbeiten, wenn wir da nicht die Hoffnung auf Gottes Reich hätten? Wie diese Hoffnung uns von Jesus Christus in seinen großen Bildern und Gleichnissen gezeichnet wird. Die Christen des ersten Jahrhunderts glaubten, das Reich Gottes bricht gleich morgen an. Da haben sie sich wohl getäuscht. Aber ihr Glaube, dass das Tor zur Zukunft Gottes aufgeschlossen ist und niemand und nichts kann dieses Tor zuschließen, dieser Glaube erfüllt nun schon fast 2000 Jahre die Herzen von Menschen. Sie wurden bewegt und ermuntert, mit ihrer kleinen Kraft für eine Welt einzustehen, wie Gott sie gemeint hat. Und wie er sie auch schaffen wird. Und so bitten alle Christen in der Welt, egal welcher Konfession sie angehören, gemeinsam im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So bitten wir auch. Und das macht unsere Hoffnung trotz unserer Kleinheit, trotz unserer Schwäche aus. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.